meinem jetzigen Spielstand. Damit es da keine komischen Abweichungen gibt. Noch ein bisschen mehr. Dann, ja, wir können hingehen. Das Begleiterinventar aufrufen. Das schickt man einfach alles darüber. Und, der rennt dann schön brav in die Stadt und verkauft den ganzen Scheiß. So, kriegt das Ding noch ein bisschen Giftschaden. Jo, ne, exakt dieselben Stiefel nochmal bekommen. Und Euer Begleiter ist fortgegangen. Und je tiefer wir im Dungeon drin sind, umso länger braucht er, um wieder zurückzukommen. So. Ah ne, Z war es hier. Ich glaube, es gibt keine Life-Regeneration. Also passive Life-Regel. Gibt es im Spiel eher nicht. Müsste ich nur genau nachschauen, ob es wirklich hundertprozentig zu erzählen oder nicht erzählen. Ja, Alter, ernsthaft, Leute. Es gibt auch noch richtig lustige Viecher, die, ja, bleiben in den Uhren sitzen. Ja, ja. Jetzt müsst die Tage, wenn das hier anläuft, ab 1. September dürfte das wieder auf unserem Kanal erscheinen. Weil wir haben momentan gerade so ein bisschen Downtime, was das angeht, was Videos angeht. Weil, wie gesagt, Sommerloch so ein bisschen. Keine Zeit. Weil irgendwie alles verplant ist. Mit unwichtigem Scheiß. Oder wichtigerem Zeug. Ich meine, diejenigen, die Freunde von euch haben, kennen es vielleicht. Freundin chillt mal eine Woche hier rum. Liegt den ganzen Tag im Bett, macht sonst nichts. Da muss man halt mal so ein bisschen hier Butler spielen. Soll es alles geben? Ja, ja. Das ist, wenn die Kette zu lang ist. Ja, ich glaube, ich hatte schon bessere Ideen, als Witze meine Freundin zu machen, wenn sie daneben sitzt, liegt. Und ja, sie liegt wirklich die ganze Zeit im Bett. Autsch, autsch, autsch. Fick dich. Geht sterben, alle samt Aua. Ja, ein paar Mal durchteleportieren schon. Stimmt die Mana-Leiste wieder? Lebensleiste meine ich. Komm schon dagegen. Potten. Boah, ernsthaft mal. Crit und fertig. Boah, ey. Ja, mein Quest abgeschlossen. Auf geht's. Ist das ein... Ah, das ist ein Zwischenboss. Ich dachte schon, es wäre ein zweiter Boss hier drinnen. Oh, Nico ist fast tot. Ja, unser Scheißbegleiter ist Nico. Inkompetenz muss halt nach Inkompetenz benennen. Okay, warte, kannst du besser die Klappe halten. Er hat nicht die Aufnahme gelöscht. Verdammt. Na egal. Danke sehr. Ja, bitte sehr, Schnucki. Ja, komm, ihr Kotnascher, kommt alle her. Minderwertigen Scheißviecher. Kloppe hier, kloppe da.
nochmal kurz die Truhe looten. Ab 1. September dürfte, glaube ich, auch wieder Borderlands rauskommen. Diesmal dürfte eigentlich die Hardcore-Hard-Mode-Version. Ja, kein Hardcore-Porn. Dafür haben wir nicht die passenden Mitspielerinnen gefunden. Und Nico zählt nicht, auch wenn er schreit wie ein Mädchen. Und ja, ne? Von daher, freut euch drauf, 1. September. Ab da könnt ihr euch wieder einen runterholen drauf. Ihr seid erfahrener geworden. Ja, ich bin erfahrener geworden. Yay. Ja, komm. Ich hoffe nur mal, weil ich habe meinen PC zwischendurch wieder neu aufgesetzt, dass mein alter Spielstand noch vorhanden ist. Wäre sehr, sehr ärgerlich, wenn nicht. Hier halten sogar die drecks kleine Rattenviecher mehr aus. Unverschämtheit. So. Gepanzerte Kriegsbestie ist ja ganz groß. Haben wir gerade einen Zauberspruch bekommen? Ja, wir haben einen Zauberspruch bekommen. Frost 1. So, jetzt können wir den lernen. Packen wir auf 3. Und dann läuft die Sache. Nett. Ja, den werden wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Aufnahmen nicht mehr haben, weil... ja, ein anderer Spielstand. Eigentlich muss ich jetzt hingehen, noch die anderen Folgen neu editieren, komplett. Und ebenfalls einfügen hier... ja, wie gesagt. Ihr seid intelligent genug. Nehme ich zumindest mal an. Ja. Wenn nicht, dann... liegt das eh nicht. Von daher. Ich hab's so gesehen. Dumme Leute haben es da echt gut. Die blicken nicht, weil sie verarscht. Aua. Ja, ein Ratting-Marodeur. Ne, Rattling, nicht Ratten. Na, komm, wo sind die nächsten? Ja, Mann, beschützt den Wächter, auf geht's, Bitches. Ich hab den bösen Verdacht, dass ich ernsthaft die ersten zwei Hauptquests weggeballert hab. An der Aufnahme. Ja, Mann! Schlüssel fehlt, bleib hier. Okay, Frost macht gar keinen Schaden. Was hat er bitte gerade geleckt? Oh, ernsthaft, Leute. Warum lagert ihr eure Scheißurnen in so einer Höhle? Das ist sowas von unhygienisch. Geht gar nicht klar, Mann. Das geht voll nicht klar. Zugang zum Urquellentempel entdeckt. Das ist ein falscher Tempel. Also, das heißt für uns schon für die Hauptquest der richtige Tempel, nur für mich ist es der falsche. Denn ich muss zum Wachtwaldtempel. Waldwachttempel auch gut. Aua. Jetzt komm schon her. Aspike. Aspik? Aspik. Scheiße, komm her, Mann. Hat sich der Saftzack geklont?
Was sind das zwei? Was nehmen wir denn? Ganz weg. Oh, es sind zwei Händler. Gut, dann doch nicht. Kommt auf den Slot, das kommt weg. Ja, ziehen wir mal an. Gürtel können weg. Kopftuch. Ziehen wir das an, das hat besser auf Stärke. Gesundheit braucht keinen Schwanz. Genau dahin. Ja. Dann geben wir gleich den ganzen Rest noch mit. Verkaufen. Der ist fortgegangen. Einen Heiltrank. Das Ding heißt echt Schädelsenke. Yay. Zehn bis zwölf läuft. Wir sind Stufe 8 oder so, glaube ich, gerade. Oh, wir sind Stufe 6. Ja. Leveln wir umso besser. Dürfen halt nicht ganz so viel pullen, ne? Ach du Scheiße. Das ist vielleicht doch etwas zu niedrig für den, Oh, fuck. Okay, wir ziehen denn echt noch gar nichts. Da müssen wir gleich erst noch den anderen, Dungeon machen. Obwohl, Stufe 7? Vielleicht. Der hilft uns hier, der Wolfsschatten. Der brutalen Schaden raushaut. Falls ihr hier unseren Begleiter zuschaut, Nico, dann wundert euch nicht, ja, da bleibt immer in sämtlichen Fallen drin stehen. Der hat ein Talent dafür. Wenn irgendwo eine Bombe rumliegt, ratet mal, wer drin stehen bleibt. Genau, ja. Wie in Real Life auch, immer da, wo man stirbt. Ich muss sagen, ich mag diesen comicartigen Stil eigentlich. Holla, die Waldfee. Und ihr seht, was ich meine mit, er macht Schaden wie Sau. Das Gute ist, ein Teil von dem Schaden, den er macht, wird auf uns übertragen als Leben. Komm schon, schaff mir.